Gucken wir ganz mal das an. Hi. Yo. Hallo. Ich bin nervös. Würdest du lieber extrem intelligent sein oder extrem gut mit Menschen umgehen können? Chat, wir machen das jetzt folgendermaßen. Also ich habe kurz ein bisschen reingeguckt und habe bemerkt, dass immer mehrere Fragen sind. Also dann kommt als erste eine Frage, dann wird die von allen fünf beantwortet oder von den ganzen Personen, die da sind. Kommt die nächste Frage. Wir werden, bevor die das beantworten, auf die Frage nochmal kurz eingehen, damit wir auch dran teilnehmen. Weil dann kann man am Ende auch nicht sagen, ich habe mich von irgendjemandem beeinflusst, ich habe die Antwort genommen, was weiß ich, wie auch immer. Würdest du lieber extrem intelligent sein oder extrem gut mit Menschen umgehen können? Na, schwierige Frage. Also jetzt, weil ich hab das Thema auch in meinem Chat schon mal angesprochen. Nur so ganz oberflächlich und wirklich, um nicht abgehoben zu klingen. Aber ich hatte immer sehr lange das Gefühl, dass ich einer der intelligentesten Menschen überhaupt in meinem Umkreis war, dass alle anderen Menschen irgendwie so voll low waren und gar nicht so auf meinem Kaliber waren, gar nicht mal so auf meiner Wellenlänge waren. Wie gesagt, nicht abgehoben zu klingen, aber ich hatte halt einfach das Gefühl, dass ich mich mit niemandem verständigen konnte. Die einzige Person, mit der ich so mich übertrieben krass verstehen konnte, war halt Era. Era war irgendwie so, wir haben mit Era fast die gleichen Sachen erlebt, auch immer parallel, also zeitgleich. Wir haben immer dieselben Interessen gehabt, immer dieselben Gedankenweisen gehabt. Von daher habe ich mich mit Era auf jeden Fall immer am besten verstanden. Era Creed, der ein oder andere sollte ihn kennen. Musiker, wenn ihr ihn noch nicht kennt, Era Creed auf YouTube eingehen, checkt seine Musik ab. Genau, habe ich mich sehr lange von ihm verstanden gefühlt. Was war die andere Frage? Intelligent sind oder sich mit Menschen verstehen? Würdest du lieber extrem intelligent sein oder extrem gut mit Menschen umgehen können? Extrem gut mit Menschen umgehen können. Das ist halt so die Sache. Weil wenn du intelligent bist, dann kannst du dich mit anderen nicht halt verstehen, weil die dann nicht auf deiner Wellenlänge sein werden. Das wird dann eine Problematik sein, weil du dich sehr oft alleine fühlen wirst, was bei mir irgendwie auch zum Teil so war. Also wie gesagt, um nicht abgehoben zu klingen, aber so hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich mich meiste Zeit von niemandem habe verstanden, gefühlt, sodass ich immer irgendwie alleine war. Es war immer schwierig, keine Ahnung. Wenn ich mich jetzt aber wiederum mit Menschen gut verstehen könnte, das ist das, was mir heutzutage fehlt, wäre das auf jeden Fall auch eine Entscheidung oder eher gesagt eine Richtung, die ich mal für die ich mich mal entscheiden würde und mal gucken würde, wie es so wird. Wenn wir aber davon ausgehen, dass ich beide Seiten ausprobiert habe, schwierig. Es kommt drauf an, ich bin ein sehr nachtragender Mensch. Wenn ich jetzt zum Beispiel aber auch gleichzeitig jemand bin, der sich mit Menschen gut verstehen kann, dann werde ich aber auch gleichzeitig jemand sein, der, wenn mir irgendjemand was Schlimmes antut, werde ich das vergessen oder ich werde es nicht vergessen oder ich werde so tun, als ob nichts wäre und würde mich dann immer noch mit dem voll gut verstehen. Ich werde dann, wie gesagt, niemand nachtragen sein können. Deswegen denke ich, ich wäre eher dann super intelligent, weil ich mit der Intelligenz dann auch irgendwie was erreichen könnte. Also da würde ich dann, glaube ich, echt bevorzugen, dann alleine zu sein, aber intelligent zu sein, um mich mit nicht so vielen Menschen zu verstehen, was ja auch irgendwie jetzt schon der Fall ist, weil ich habe ja nur, wie gesagt, eine Handvoll Menschen, mit denen ich mich sehr gut verstehe. Extrem ehrlich. Extrem gut mit Menschen umgehen kann. Kannst dir viel mehr Vorteile verschaffen. Ich glaube, extrem gut mit Menschen umgehen kann ich schon. Ich glaube, intelligent. Extrem intelligent. Oh, ich glaube, wenn man extrem intelligent ist, das hat mehr Nachteile, als man denkt. Also lieber extrem gut aussehen. Welches gut, gut aussehen. Tier hättest du gern als Haustier, wenn es die Größe einer Katze hätte? Ich habe die Frage nicht verstanden. Welches gefährliche Tier hättest du gern als Haustier, wenn es die Größe einer Katze hätte? Welches gefährliche Tier würdest du als Haustier haben, wenn es die Größe einer Katze haben würde? Boah. Ach, schwierig. Eigentlich bin ich kein Fan von Haustieren. Also ich mag Tiere an sich. Ich habe auch irgendwie Probleme damit, so Tiere auch so anzufassen. Also ich habe so Berührungsängste, glaube ich, allgemein. Deswegen wäre ein Haustier jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt unbedingt haben wollen würde. Aber wenn ich mich entscheiden würde, würde ich mich wahrscheinlich für einen Löwen entscheiden oder für einen Gepard, für einen Jaguar, irgendwas in diese Richtung, glaube ich. Löwe. Löwe. Ja, Löwe, das wäre schon geil. Ein Tiger. Dexter. Dexty. Ein Tyrannosaurus Rex. Dinosaurier. Chat, ihr wisst Bescheid. Ihr denkt genauso wie Jan. Wenn du eine beliebige Aktivität zu einer olympischen Disziplin machen könntest, bei welcher hättest du die größte Chance, eine Medaille zu gewinnen? Schwierig. Boah, kann ich mich echt nicht entscheiden. Was kann ich denn sehr gut? Das ist das Problem. Ich kann alles ein bisschen, aber es gibt nichts, wo ich sagen kann, ich bin sehr gut darin. Ja, ich würde jetzt einfach mal ganz banal sagen, wenn es eine Disziplin gäbe, von wegen Sachen nicht gut, nicht erreichen können, da wäre ich, glaube ich, gut drin.
Was anderes fällt mir nicht ein. Rülps-Weltmeisterschaft. Süßigkeiten-Wettfressen. Hearthstone-Spielen. Die Mega-Explosionsexperimente. Autofahren. Da denke ich auch immer so, ich bin so voll der gute Autofahrer, aber ich habe, also habe ich zumindest das Gefühl, und jedes Mal kriege ich immer als Feedback mit, was für ein behinderter Autofahrer ich bin und wie krass die Menschen das gar nicht haben können, wenn ich Auto fahre. Dass denen immer so schwindelig wird und so. Das hat mich so verletzt, dass ich dann irgendwie auch kein Interesse mehr habe, Auto zu fahren, halt, das tut wohl weh. Welche Eigenschaft an dir hast du am öftesten Komplimente bekommen? Ich glaube, da würde ich jetzt tatsächlich Lippen sagen. Lippen oder Haare. Ich habe so die letzten 2-3 Jahre trage ich jetzt eine Cappy. Vorher habe ich immer meine Haare gestylt, weil ich auch irgendwie die Zeit und die Motivation dazu hatte. Mittlerweile nicht mehr. Aber früher, als ich es gemacht hatte, habe ich auf jeden Fall immer sehr stark Komplimente dazu bekommen. Komplimente bekommen? Ich kriege keine Komplimente. Sie hat voll die schönen Zähne, finde ich. Auch voll die schönen Haare. Ach, Augen. Haare auch, aber. Für meinen Humor. Mein Humor? Ich glaube tatsächlich für die ganze Arbeit, die ich in meinem Leben in Videos reingesteckt habe. Ich glaube, dass ich witzig bin. Empathie. Ein exzellentes Aussehen. Verstellst du dich manchmal, um auf andere Personen einen guten Eindruck zu machen? Ja. Ja, safe. Macht jeder. Ja, ich glaube, jeder Mensch verstellt sich permanent so ein bisschen. Ich würde sagen, ich auch. Aber nicht zu einem ganz anderen Menschen, eher so ein bisschen die Züge. Ich werde komplett der andere Mensch. Also bei bestimmten Personen werde ich komplett der andere Mensch, wirklich komplett. Züge, die ich habe, so ein bisschen geboostet. Jein, also. Ja, wenn ich jetzt vor der Merke stehen würde, dann würde ich mich verstellen, um jetzt nicht so ein Assi zu sein. Ja, ist nicht unbedingt verstellen, aber. Also ich bin halt. Anpassen, ja gut. Wenn sie verstellen ist, dann anpassen. Komplett behindert und diesen Wahnsinn lasse ich in kleinen Stöcken halt raus. Habe ich früher gemacht, heute nicht mehr. Wer war die verrückteste Person, der du begegnet bist? Die verrückteste, das ist eine gute Frage. Bis vor 3-4 Jahren ich selber. Ansonsten, der ich begegnet bin, keine Ahnung, ich würde jetzt wahrscheinlich, wie gesagt, mich selber sagen. Nico, verrückt, Revi. Oh. Die Person, wo man nicht denken würde, dass sie eigentlich voll crazy ist und so eigentlich wie ich drauf ist, ist Jan. Abdel. ja, Abdel. Verrücktester. Ja, Mo. Wie lang ging deine längste Beziehung? Meine längste Beziehung geht immer noch, alhamdulillah, 5 Jahre. Längste Beziehung ging 2 Jahre. 2,5 Jahre. 5 Jahre. 6 Jahre. 7 Jahre. Was war der größte Mist, den du als Jugendliche gebaut hast? Boah. Das sind voll die guten Fragen, muss ich zugeben. Der größte Mist, boah, schwierig, dass ich in der Schule nie aufgepasst habe. Wenn beispielsweise die Frage jetzt nochmal zurückkommen würde, oder eine andere Frage kommen würde von wegen, wenn du die Zeit zurückdrehen würdest oder wenn du zu einem bestimmten Zeitabschnitt zurückkehren könntest, um ab da einen Neustart zu machen, wo würdest du anfangen, wäre es auf jeden Fall meine Einschulung in die Realschule, also so 5., 6. Klasse. Mal, als wir voll jung waren, Laternen ausgetreten, voll sinnlos. Ah, das hab ich auch mal. Schokoticket, illegal im Bus gefahren und Anzeigen bekommen. Ich habe bei einem GameStore bei uns in der Stadt damals die Spiele geklaut und dann bin ich zu einem anderen GameStop gegangen, habe diese geklauten Spiele da. Ich habe an der Bäckerei mit dem festen Edding Tic-Tac-Toe an der Wand gespielt. Ich saß da einfach so, man hätte Blätter nehmen können. Ich sitze da und spiele an der Wand, alle Menschen gehen rein, raus. Boah, wir haben mal, kennt ihr von der Tankstelle, gibt es so Senf und Ketchup in so kleinen Tuben, ne? So, und dann haben wir uns 100 Stück davon genommen und mit dem Fuß draufgetreten auf den Boden und dann ist das gegen solche Sportwagen gespritzt. Und dann mussten wir die sauber machen und haben dabei auch noch den Lack von den Wagen zerkratzt. Boah, das ist richtig eklig. Für welches Ereignis deines Lebens bist du am dankbarsten? Erstens, dass ich Ehre getroffen habe, oder kennengelernt habe, eher gesagt. Das zweite ist, dass ich meine Freundin kennengelernt habe. Und das dritte ist, dass ich hier mit YouTube angefangen habe. Also das mit YouTube und Twitch so durchziehen kann, wie ich mir das damals immer vorgestellt habe. Fun Fact, das wissen auch, weiß wahrscheinlich keiner von euch, ich habe, vielleicht werde ich die Videos irgendwann mal mit euch gemeinsam anschauen, das ist cringe hoch 10. Ich habe schon sehr, sehr, sehr früh mit YouTube angefangen, habe immer hier und da ein paar Videos gemacht. Ich habe mal mit Era Kurzfilme gedreht, die auf YouTube hochgeladen. Dann habe ich versucht, so Vlogs zu machen, die habe ich auf YouTube hochgeladen, die sind immer noch da. Dann habe ich mit einem Bekannten von mir, mit einem Kollegen damals, haben wir Videos gedreht, versucht, so kleine Sketches zu machen, so Halloween-Sketch und so ein Scheiß. Also ich war schon sehr aktiv auf YouTube. Meine Geburt. Ja. An alle meine Exe. Nein, ich würde sagen, die Schauspielausbildung. Die hat mir schon gut die Augen geöffnet. Ich bin auf diese Schule gegangen, hatte so voll die Maske und dachte so, boah, ich bin die Geilste. Aber dann wurde dir direkt in der ersten schon gesagt, nein, bist du nicht. Ich würde sagen, für
alle Fehler, die ich bisher gemacht habe. Alles. Das auch, ja. Für alle Fehler, die ich gemacht habe. Wobei nicht alle Fehler. Ich bin dankbar, dass ich sie gemacht habe. Wenn ich die Zeit zurückdrehen würde, würde ich sie natürlich jetzt... Also ich bereue sie auch, dass ich sie gemacht habe, klar. Aber ich bin auch irgendwie gleichzeitig dankbar, weil ich aus diesen Fehlern immer gelernt habe, damit ich diese Fehler nicht nochmal machen kann. Das auch, ja klar. Das wäre der vierte Punkt. Für alle Erfahrungen, die ich machen durfte. Drei Wörter, dein perfektes Weihnachten. Essen. Findet nicht statt, findet nicht statt, findet nicht statt. Ich feiere kein Weihnachten, Bro. Essen. Weihnachtsbaum, Schnee. Essen, Harry Potter, Familie. Baum, Schmücken, Familie. Game Boy Advance, SP, Mario und Luigi. Hinter dem Sofa. Ho, ho, ho. Was für ein Verhältnis hast du zu deinen Großeltern? Alle verstorben. Gutes, aber ich rufe zu wenig an. Sehr gutes. Zu denen in der Türkei habe ich... Genghis kommt aus... Ach ja, Genghis, klar. Nicht so viel Kontakt zu meiner Oma hier, weil mein Opa ist tot, schon als ich 6 war. Zu der habe ich ein richtig gutes Verhältnis. Ein sehr gutes. Ich habe leider gar keine Großeltern mehr. Kannst du dir vorstellen, eines Tages im Ausland zu leben? Ja. Madeira! Nee, aber Spaß beiseite, ich glaube, ich würde es auch können. Also ich könnte es mir vorstellen. Ich habe mir lange Zeit überlegt, vielleicht in der Türkei zu wohnen. Aber weil Türkei ist ein Land, wo ich weiß, es ist halal. Ich kenne die Sprache, ich kenne die Kultur, ich kenne so, weißt du. Wäre entspannt für mich, weil ich würde jetzt hier quasi dieses Prinzip von, was die Gastarbeiter damals gemacht haben in den 60er und 70er Jahren, nach Deutschland ziehen. Keine Ahnung, 2, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, wie auch immer arbeiten, Euro verdienen und dann wieder zurück. Das Problem damals war ein D-Mark. Jetzt könntest du von hier richtig gut Geld verdienen, wenn du zum Beispiel... was weiß ich, in Afrika ein Arzt warst und dann hier arbeitest, dann kannst du hier richtig gut Geld verdienen als Arzt, sodass du dann das Geld einfach sparst, Bruder, und dann einfach da komplett ausgibst. Dann hast du, wenn du hier 5 Jahre arbeitest, kann es sein, dass du da für dein gesamtes Leben ausgesorgt hast. Da kannst du zum Beispiel das Geld dann einfach perfekt investieren, vor allem wegen dem Kurs. Bruder, das ist, da ist alles schon sowieso schon günstiger und dann nochmal der Kurs, das heißt, du hast mehr Geld, als du eigentlich brauchst. Das ist einfach zu wild, Digga, einfach zu wild. Ich kann mir das schon vorstellen, auf jeden Fall. Ja, ja. In welcher Fantasiewelt würdest du am liebsten einen Tag verbringen? Fantasiewelt. Pff, Super Mario. Harry Potter. Nee, ein ganzes Leben, Harry Potter. One Piece, das wäre geil, eine One Piece-Welt, Alter, und so ein Gummimensch, so eine geile Teufels. Ja, Mario oder, ja, okay, gut. Als Spiel und als Film hätte ich dann wahrscheinlich irgendwie Pokémon gesagt. 100% World of Warcraft. Als Ash Ketchum. Wenn du eine geschichtliche Person zum Essen einladen könntest, wer wäre das? Oh, eine sehr gute Frage. Boah, eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde wahrscheinlich jemanden einladen, der was Gutes für die Menschheit getan hat. Mir fällt aber spontan irgendwie keiner ein. Abdel. Ja. Ja. Ich glaube Albert Einstein. Zählt da auch Sherlock Holmes? Ist das eine geschichtliche Figur? Albert Einstein, glaube ich. Das wäre interessant. Illidan. Das ist echt eine gute Frage. Dann glaube ich den ersten Menschen auf dieser Welt. Wenn du deinen Namen verändern... Den ersten Menschen auf der Welt. Bruder, ihr könnt euch nicht verständigen. Überlegt mir der eine so... Und der so, ja, Bruder, fühle ich. Genau, feier ich. Müsstest, welchen würdest du wählen? Was ist die Frage? Wenn du deinen Namen verändern müsstest, welchen würdest du wählen? Nee, Vornamen würde ich nicht verändern. Ich finde meinen Vornamen nice. Als Kind habe ich immer sehr, sehr stark und sehr viele Probleme damit gehabt. Vor allem als Kinder den Namen nicht aussprechen konnten. Oder ich im Krankenhaus das immer diktieren musste, wie mein Vorname ist. Und sie es trotzdem falsch aufgeschrieben haben oder im Fußballverein. Das hat mich voll abgefuckt, aber mittlerweile komme ich damit sehr gut klar. Und ich finde die Bedeutung vor allem meines Namens sehr schön. Das heißt, der Torwächter des Paradies. Julie. Sophia. Habe ich meine Chancen verbessert, Kevin Schmidt. Eigentlich finde ich Jan ist ein guter Name. Ich finde da nichts dran schlecht. Aber wenn ich müsste, finde Ryan. Ach ja, müsste, okay. Ich habe absolut Justin vielleicht oder so einen coolen Namen. Justin würde ich vielleicht machen. Ryan, ganz cool. Django. Was ist eine Sache, die du ausprobiert hast und nie wieder machen willst? Oh, ausprobiert hast, aber nie wieder machen möchtest. Ey, das sind so gute Fragen, mich in die falsche Person zu verlieben. Das habe ich so oft gemacht, ja. Oder eher gesagt, falschen Personen vertraut. Kritz essen. Ich werde mir nie wieder ein Android-Tablet kaufen, das war Horror. Bin ich gar nicht mit zurechtgekommen. Ich habe mal irgendwann, das schon lange her, so eine Made oder sowas hatten wir gegessen. Das will ich nie wieder machen. Schaffe Nudeln essen. Feuchte Eine Sache, die ich mal gemacht habe, ja, fliegen. Über welches Kompliment in deinem Leben hast du dich am meisten gefreut? Ja, über, dass ich schöne Haare habe. Und ich habe auch irgendwann mitbekommen, dass ich ein schönes Lächeln hätte, was jetzt nicht der Fall ist, aber darüber hatte ich mich gefreut. Kriegst ja keine. Doch, wenn die Leute finden, dass ich sympathisch bin oder ehrlich bin, also wenn... Sympathisch, man kann sich unterhalten.
Wenn ich so angenommen werde, wie ich halt bin, wenn ich halt wirklich scheiße sein darf. Darüber, dass ich schön bin. Dass Leute meine Art feiern. Ich glaube, dass ich bester Freund und Partner in einer Person bin. Dass ich ein toller Mensch bin. Denkst du viel über die Vergangenheit nach? Immer wieder. Ja, jeden Tag. Jeden Tag, jeden fucking Tag. Ja, es geht schon ab und zu, aber nicht so viel. Ja. Welche weitere Sprache würdest du gern können? Spanisch. Französisch. Como esta, señorita? Loco contigo, despacito. Fließend. Also. Und Russisch und Arabisch. Also. Ja. So wie Katja. Auf jeden Fall Russisch. Ich finde die richtig interessant, die Sprache. Blätz! Russisch, Chinesisch, Japanisch. Französisch wäre auch mal schön, hatte ich zwar in der Schule, aber war ein Komplettfeld. Ich würde gerne Japanisch können. Japanisch. Welche aktuell lebende Person würdest du am liebsten treffen? Boah, auch eine sehr gute Frage. Es kommt drauf an, in welcher Absicht. Also sportlich gesehen würde ich, glaube ich, Ronaldo treffen wollen. Aus allgemeiner Sicht... ich würde Adolf treffen und fragen, was mit dem falsch ist, Bruder. Ja, das wäre eine gute Option. Also ich habe absolut keine Ahnung, wenn ich sonst da irgendwie in Betracht ziehen würde. Also ich belasse es bei Ronaldo. Cristiano natürlich. Will Smith. Ich finde ihn geil. Beyoncé. Update. Beyoncé. Oh, hallo. Kennt ihr von Netflix, von diesen Weltraum-Dokus, diesen schwarzen? Ich habe den Namen leider gerade nicht, aber den würde ich sehr gerne mal treffen. Ich würde gerne Bill Gates treffen, ja. Gibt es ein Video, das dich immer zum Lachen bringt, egal wie oft du es... Ja. Immer wieder mal, das ist aber immer phasenweise. Das hält dann für ein paar Wochen an und dann ist das nächste wieder witzig. Boah, das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, dieses Video, wo dieser Typ da steht und sagt, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Ein Tony Hawk Battle mit Abdel. Das ist eines der lustigsten Videos ever. Ja, davon gibt es welche, aber ich wüsste jetzt kein spezielles. Da ist so ein Affe, der gibt den so ein Tiger so eine Backpfeife. Der ist im Bett und massiert den und dann sagt dieser ja. Tiger, Mach, ne? Und dann macht dieser Tiger und dann gibt es diese Affe, die ist mit Backpfeife und macht dann weiter. Der ist auch nicht schlecht, ja. Du darfst wählen, ein gratis 5-Sterne, 6-Gänge-Dinner oder einen Döner vom Imbiss. Vielleicht gibt es ja bei dem 5-Sterne. Hä, warte mal, 5, was ist ein 5-Sterne, 6-Gänge? Kenne ich gar nicht, zu wild, Döner. Sterne essen auch einen Döner, aber da gibt es halt mehr Essen als einen Döner. Ich nehme das zuerst. Das sind mir zu viele Zahlen, was? Ich glaube, befriedigter wäre ich vom Döner, aber ich würde das 5-Sterne-Ding nehmen. Döner. Ein Döner vom Imbiss. 6-Gänge-Menü. Erzähl mir einen Fakt über dich, der mich an dir überraschen wird. Boah, der euch überraschen wird. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was euch überraschen wird oder nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. Ganz einfach. Ich habe 10 Jahre Kampfsport gemacht. Hm. Und ich war... Okay, das ist jetzt von jetzt hier erwartet. Ich war mehrere Jahre hintereinander auf der deutschen Meisterschaft der erster Platz. Ich habe eine Konzentrationsschwäche. Ich kann mich nicht auf Dinge langfristig konzentrieren. Ja, okay, die habe ich glaube ich auch, aber trotzdem. Also es dauert so 2-3 Minuten, dann bin ich sofort abgelenkt. Baby, das weißt du aber wirklich noch nicht. Was kommt jetzt? Ich kann nicht bügeln. Oh shit. Raus! Oh Body, ich hab mal, da war ich schon 7 oder 8 Jahre, habe ich ins Bett gepisst. Das hat doch jeder gemacht, das würde mich nicht wundern. Für andere Leute würde ich sagen, ich bin vielleicht viel netter, als man am ersten Eindruck sehen würde. Man würde vielleicht denken, Gift oder so und Scheiße, der macht irgendeinen Kack, aber ich bin anders. Ich wechsle gerne in der Dusche. Was hat er gesagt? Hab ich nicht gehört. Ich hab das nicht verstanden, was hat er gesagt, der Teufel? In der Dusche. Und Scheiße, der macht irgendeinen Kack, aber ich bin anders. Ich wechsle gerne in der Dusche. Chat. Eins in den Chat, wenn ihr das auch macht. Jungs, eins in den Chat. Wir sind jetzt voll ehrlich. Eins in den Chat. Ach, das ist zu wild. Okay, die Folge ist vorbei. Ich glaube, jetzt kommt nichts mehr. Ja. Kommt nichts mehr. Ich habe es richtig gefeiert. Muss ich sagen, es ist ein richtig, richtig gutes Format. Die haben ja noch 3-4 weitere Videos. Die werden wir uns auf jeden Fall auch definitiv nochmal anschauen. Ich fand es richtig interessant.